Liebe Ehepaare, wir haben heute gehört von Norbert und Gertrud. Norbert und Gertrud, schönen Tag. Wir bauen an einer neuen Kirche, indem wir die Menschen in unserem Herzen tragen. Und den Menschen schenken, was wir geschenkt bekommen haben. Und dazu ist es manchmal notwendig, dass wir zu Gruppen sprechen oder etwas organisieren. Und wo Menschen miteinander arbeiten, gibt es auch den Wunsch, geführt zu werden, dass es eine gewisse Ordnung gibt. Gemeinschaft kann nur dann befriedigend erlebt werden, wenn es eine Ordnung gibt und jemand da ist, der bereit ist, diese Ordnung auch für diese Ordnung zu sorgen. Wir wohnen in einem Ort mit viel Tourismus. Mes gyvename tokioje vietoje, kur daug turistų apsilanko. Und das sieht man immer wieder. Ir nuolat vis matome, dass ein Fremdenführer auf einer Mauer steht. Kad kažkur yra gidas, kaip ir grupės vadovas. Er möchte gesehen werden. Atsistojęs ant, tarkim, kažkokios tai sienelės, jis nori, kad visi matytų. Und den Menschen die Schätze von unserer Stadt zeigen. Ir nori parodyti mūsų miesto turtus atvykėliams. Ein lebendiges Beispiel sozusagen, in der, dass man gesehen wird, haben wir diese Woche erlebt mit Erich und Eva. Die immer hier vorne gesessen sind, damit alle sehen. Wir hätten uns nicht wohl gefühlt, wenn sie hinten gesessen wären. Gyvus pavyzdžius vedimo grupės mes turėjome šią savaitę. Tai buvo Eva ir Erikas. Jie kažkas galvoja, jie sėdi čia priekį, jie dalina užduotis ir mums būtų keista ir nepatogu, jeigu jie sėdėtų ten gale. Pater Kentenich hat einen sehr schönen Satz gesagt. Führen heißt schöpferisch selbstloser Dienst am fremden Leben. In einer Familie sind Vater und Mutter das Leitungsteam, das Führungsteam. Mama ir tėtis yra vadovaujanti komanda kartu. Und wenn wir eine Gruppe leiten, kai mes vadovaujame grupei, wir haben eine Aufgabe wie Eltern, wie Vater und Mutter. Mes turime panašias užduotis, tėvo ir motinas užduotis šeimoje. Eltern schenken den Kindern Halt und Geborgenheit. Tėvai dovanoja vaikams ribas ir globą. Die Mamas mehr Geborgenheit und die Papas mehr Halt. O tėčiai daugiau nustato ribas. Wir sind eine Einheit. Mes esame viena. Mit einer Frau und einem Mann. Der Erik hat und die Eva haben heute gesagt, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, ich habe gesagt, dass Eva sie
Wir sind verschieden, aber wir sind gleich viel wert. Wenn wir also eine Gruppe leiten sollen, dann müssen wir uns einmal als Ehepaar folgende Sachen überlegen. Kaip su toktiniu pora turime pagalvoti apie tokius dalykus. Was ist unserer Meinung nach das Ziel der Gruppe? Kokia mūsų nuomonės yra, koks yra mūsų nuomonės grupės tikslas? Was sind die Bedürfnisse der Gruppe? Kokius poreikius grupė turi? Welches Verhalten erfordert die Gruppe? Und als vierten Punkt, wann haben wir als Leitung Erholungszeiten? Weil Dienst ist Arbeit. In der Vorbereitung kann es natürlich dann auch passieren, dass wir verschiedener Meinung sind. Als Mann und Frau haben wir oft bei einer Sache eine andere Sicht. Einen anderen Zugang. Und das ist ganz normal. Was können wir tun in dieser Situation? Wie kommen wir zu einer gemeinsamen Entscheidung, zu einer gemeinsamen Leitung? Das erste, wir staunen einmal über unseren Partner, über die Partnerin. Über ihre Ansichten. Staunen muss man üben. Wenn der andere was sagt, ist es gut, den Mund aufzumachen, dann kann man nicht spontan was sagen. Wenn kitas kažką pasako, tai verta yra ne iš karto sakydėti, kartais tiesiog atidaryti burną. Dann beten wir auch miteinander. Lieber Gott, was möchtest du? Möchtest du den Weg der Isabella gehen? Oder möchtest du meinen Weg gehen? Ar tu nori, kad mes darytume taip, kaip aš manau, kad reikėtų? Oder sind beide nicht gefragt, sondern du sagst uns einen dritten Weg. Arba galbūt tu nurodysi mums trečią kelią. Und in diesem dritten Weg finden wir uns wieder. Ir šitame trečiame kelyje mes atrasime vienas kitą. Es ist auch gut, wenn wir uns vorher Zeit nehmen und rechtzeitig miteinander überlegen. Die verschiedenen Sichtweisen auf den Tisch legen. Und die Ansichten des Partners ernst nehmen und immer wieder miteinander reden. Ja.
Wir wollen nun die einzelnen Punkte durchgehen. Small Mass, das ist Führen heißt schöpferischer Dienst. Vedimas, vadovavimas reiškia kūrybinė tarnystė. Kūrybinga tarnystė. Wir überlegen uns also das Ziel der Gruppe, was will der liebe Gott mit ihnen? Wenn der liebe Gott uns die Leitung einer Gruppe übergibt oder die Erziehung unserer Kinder, gibt uns auch die Autorität dazu. Es gibt immer wieder Menschen, die möchten keine Autorität sein. Aber Autorität ist nicht etwas Neutrales, sondern Gott ist die letzte Autorität und er gibt uns die Aufgabe weiter. Und gibt uns etwas von seiner lebensspendenden Kraft. Wenn ich also meine Autorität nicht einsetze, dann erfülle ich nicht den Willen Gottes. Also Gott hat mir eine Autorität übertragen, eine Aufgabe übertragen. Und ich habe diese Autorität zu erfüllen. Wir sind aber auch dem lieben Gott verantwortlich, wie wir mit dieser Autorität umgehen. Gott hat uns jetzt als Ehepaar die Aufgabe gegeben, zum Beispiel als Eltern für unsere Kinder da zu sein. Also wir haben da unsere Kinder oder unsere Gruppe. Und wir möchten ein Beispiel aus unserer Familie erzählen. Als unsere Kinder so von 2 bis 10 Jahren alt waren, haben wir uns überlegt, unser großes Ziel ist, die Kinder sollen einander respektieren. Und sie haben Comics gelesen, wo von Gesetzen die Rede war. Also die großen Kinder. Lucky Luke. Und wir haben dann gesagt, Regel Nummer 1. Wo jemand sitzt, kann niemand anderer sitzen. Regel Nummer 2. Was einer in der Hand hält, kann niemand anderer haben. Wir nannten das Lemaitre Gesetze. Wenn wir jetzt in die Akademie schauen, dort wo wir mit Ehepaaren zu tun haben, Akademiją, mes esame su
dann ist es unser großes Ziel, dass die Ehepaare einander besser kennenlernen, zueinander wachsen. Tai mūsų didžiausias tikslas yra, kad poros susipažintų ir auktų viena kitai, padėtų aukti. Und daher bemühen wir uns, dass es Zeit gibt, dass die Ehepaare nachher noch miteinander reden können, was hat uns angesprochen, dass sie aus dem Impuls persönlich herausholen können, was ihnen gefallen hat. Und das machen wir dann in Form einer Flüsterrunde. So ähnlich wie wir es gestern am Abend gemacht haben. Oder durch ein Paargespräch. Also Dienst am Leben heißt, miteinander die Ziele klar sehen. So, was sind die Bedürfnisse der Gruppe? Führen heißt Dienst am fremden Leben. Vadovavimas reiškia tarnystė svetimam gyvenimui. Und das Ziel des Kurses bei der Akademie für Familienpädagogik ist es, dass sich die teilnehmenden Familien und auch die Kinder, und dass sie sich soweit wohlfühlen. Das heißt, auch kleine Kinder stören uns nicht. Und Pater Bella hat immer gesagt, wer sich durch ein Kind, durch ein Baby oder durch ein schreiendes Kind gestört fühlt, darf hinausgehen. Aber die Mutter bleibt herinnen mit dem Kind. Wir haben schon gehört, Fühlung halten. Also auch die Teilnehmer der Gruppe schauen und immer wieder überlegen, was die Bedürfnisse der Einzelnen sind, was sie bewegt und was sie brauchen. Praktisch heißt das, dass wir uns bemühen, wenn wir in der Pause mit den Leuten reden und etwas erfahren oder beobachten, dass wir das beim nächsten Vortrag einbauen. Praktisch Oder wir schauen, was braucht die Gruppe. Wir sorgen für Spielzeug, das leise ist. Wenn die Mutter nervös ist, weil die erwachsenen Kinder im Flugzeug heimkommen, weil die Mutter Angst hat oder unruhig ist, weil die große Tochter mit dem Flugzeug heimkommt. Mama nerimauja, nes vyriausia dukra grįžta tuo metu, skrenda lėktuvu, grįžta iš kažkur.
Sie darf das Handy eingeschalten lassen. Ja, egal, mobile telefon angeredet. Dienst am fremden Leben heißt, dass wir auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Tarnautis svetimam gyvenimui reiškia atsižvelgti į svetimų žmonių poreikius. Welches Verhalten erfordert die Gruppe? Kokios, kaip mes elgiamės su grupe? Wenn wir den Satz von Pater Kente nicht hernehmen, jeigu imam tėvo Kentiniko sakinį, führen heißt selbstloser Dienst. Bet, vadovavimas reiškia nesavanaudiška tarnystė. Wenn wir also eine Gruppe leiten, dann, Grupę, dann sorgen wir für gutes Klima. Rūpinamės geru klimatu. Für die Einhaltung des Programms. Kad būtų laikomasi programos, damit wir unsere Ziele erreichen können. Kad galėtume pasiekti savo tikslus. Wir stellen das Programm vor. Mes pristatome programą. Weisen immer wieder auf die einzelnen Programmpunkte hin. Kad kiekvienas žinotų, kada kas vyks. Und achten, dass sie auch eingehalten werden. Ir žiūrime, kad tos programos būtų ir laikomas. Pater Kentenich sagt, sako, instinktiv drängt jede Seele nach einem festen Halt, instinktiv kiekviena siela siekia ribų, nach einem Menschen, žmogaus, ieško žmogaus, der da steht wie, ein, wie aus Fels gehauen, kuris yra toks tvirtas, stovi toks tvirtas, tarsi iškaltas iš uolos, der aber gleichzeitig gütig und anpassungsfähig ist. Wie schaut das praktisch aus? Praktisch geht der Rode. Wir nennen das Wind wehen lassen. Mes vadiname tai leidžio pūsti vėjui. Also Zeit nehmen, sich auf etwas einzustellen. Ja, skirtas tau laiko į kažką, prie kažko prisitaikyti. Auch in der Familie, wenn wir, šeimoje, wenn wir wo auf Besuch sind, wir sagen unseren Kindern, in 10 Minuten, in einer Viertelstunde müssen wir dann nach Hause gehen. Kai mes esame svečiuose, tai vaikus perspėjame, kad už 10 ar už 15 minučių mes turėsime keliauti namo. In einer Gruppe von Erwachsenen, wenn die Pause zu Ende geht, sagen wir denen, die Pause ist in 2 Minuten aus. Ir su suaugusiais dirbdami tada, atitinkamai, kai pertrauka baiginėjasi, lieka 2-3 minutės, mes tada atkreipiame dėmesį, kad pertraukai pabaigą jau einu, pasakome tai vardinį. Das heißt, wir sammeln die Teilnehmer ein. Tai reiškia, mes surenkame dalyvius tolesniam darbui. Dann wir bemühen uns auch uns selbst an die Regeln zu halten, die wir von den Kindern oder von der Gruppe verlangen. Taip pat mes stengiamės laikytis tų taisyklių ir patys, ko reikalaujame iš dalyvių arba iš vaikų. Auch wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Net tada, jeigu mūsų, jeigu na, niekas mūsų nemato. Es ist gut, wenn wir das selber machen, sowohl bei den Kindern wie bei den Erwachsenen, wenn wir sagen, wir gehen jetzt zum Mittagessen. Dann stehen wir auf und gehen zum Mittagessen. Bleiben nicht sitzen. Dievus pasakė, einam pietauti, tai stojamės ir einam, o ne ten sėdėti toliau. Bei den Kindern sagen wir gehen Hände waschen. Vaikam sakome, einam plauti ramą. Dann gehe ich mit Hände waschen. Tai ir einu kartu tais plauti ramą. Wir haben uns sehr gefreut. Mes labai džiaugiamės. Bei einem Rückblick über den Kurs,
viename daliname žvilgsnyje apie kursą. Hat ein Teilnehmer Ehepaar gesagt? Vienas dalyvis pasakė. Wir haben aufgepasst. Mes stebėjom. Ihr haltet euch wirklich an Beobachten, Vergleichen, Strafen an. Jūs iš tiesų laikotės šito principo. Stebit, lyginat, apibendrinat, apkaipo. Ein schöner Punkt ist auch Ehrfurcht haben vor dem anderen. Das heißt, die Bedürfnisse des Einzelnen wahrnehmen, im Zuhören überlegen, inwieweit ist es vertretbar, diesen Wunsch zu erfüllen. Und immer überlegen, ist der Wunsch mit dem Ziel der Gruppe erfüllbar oder übereinstimmbar. Wir müssen die berechtigten Ansprüche der Gemeinschaft schützen. Teisėtus grupės norus mes turime saugoti, išpildyti. Und wir bemühen uns dabei, ir mes stengiamės, dass Grenzen nicht als hart empfunden werden. Kad ribos nebūtų per griežtas, kad nesijaustų žmonės sukaustų. Wir wollen auch barmherzig und liebevoll konsequent sein. Norime būti ir gailestingi, ir taip draugiškai su meile nuoseklūs. Großzügig mit Fehlern umgehen. Mes dosniai atleidžiame klaidas. Über Kleinigkeiten hinwegsehen. Nepaisome smulkmenų. Aber wenn es Probleme gibt, diese Probleme ansprechen. Jeigu iškyla rimti sunkumai, apie tai kalbant. Und nach einer Lösung suchen, nicht nach Schuldigen. Ir ieškom nekaltų, o ieškom problemos sprendimo. Tada turime galvoti. Dass Menschen keine Maschine sind. Turime suprasti, kad žmonės ne mašinos. Das heißt, wir müssen geduldig sein und dem anderen Zeit geben zum Lernen. Es ist auch gut, dankbar zu sein und die Menschen, die uns bei der Organisation oder bei der Durchführung einer Veranstaltung helfen, zu loben. Pagirti, padėkoti žmonėms, kurie mums kažkuo padėjo ar organizuoti, ar pravesti, ar kažką. Es ist nichts selbstverständlich. Tai nėra savaime suprantama. Auch das sehen und loben und auch sich freuen über das, was die Menschen machen. Pastebėti, kad padaryta, pagirti ir džiaugtis tuo, kas padaryta. Es ist gut, das Bemühen und das Engagement zu sehen. Svarbu matyti pastangas ir užsiangažavimą, tokias iniciatyvumą. Wenn ich, wir arbeiten immer wieder im Team. Mes dažnai dirbame komandoje. Und ich bitte jemanden, die Lieder auszusuchen, kažko prašau surasti giesmių, die Dekoration zu machen, padaryti dekoracijas, die Einladung zu machen, padaryti pakvietimus. Dann muss ich auch manchmal staunen. Tai aš tikrai tas turiu kartais nustebti. Es gefällt mir nicht unbedingt. Nebūtinai man patinka. Aber das ist nicht wichtig.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mithelfen, die richtigen Lieder aussuchen, die richtige Dekoration machen. Für die Gruppe hat es immer noch gepasst. Teisingas dainas parenka, teisingas giesmes ir tas dekoracijas padaro tokias, kad grupei tinka. Schöpferischer Dienst am fremden Leben heißt also. Kūrybinga tarnystė svetimam gyvenimui reiškia. Dass wir uns überlegen, mes pagalvojam, wie es uns gelingt, kaip mums sekasi, dass wir die Ziele der Gruppe erreichen. Und das möglichst in einer guten Atmosphäre. Der letzte Punkt ist, dass wir uns bewusst sind, dass Dienst Arbeit ist. Wer arbeitet, braucht auch Erholungs- und Entspannungszeiten. Es ist schön, dass Arbeit oft Freude macht. Puiku, į darbas teikia džiaugsmą. Aber Erziehungsarbeit, also die Erziehung unserer Kinder, auch das Spielen mit unseren Kindern. Auklėjimas vaikų ir ugdymas ir žaidimas su jais. Und das Dasein für andere Menschen. Ir buvimas kitam. Ist eine schöne Arbeit. Yra nuostabus, gražus darbas. Aber es ist Arbeit. Bet yra darbas. Pater Kentenich hat viel Zeit in Menschen investiert. Tėvas Kentenichas labai daug laiko investavo į žmones. Aber Pater Kentenich bestand auch auf eine fixe Zeit am Morgen. Bet jisai prieš tai reikalavo fiksuoto laiko iš ryto, in der er nicht gestört werden wollte. Kada jisai turėjo pabūti su savim, negalėjo būti trukdamas. Das war seine Zeit, wo er versucht hat, sich zu erholen. Laikas jam, kada jisai ilsėdamas. Und da können wir auch einander helfen. Taip galim vienas kitam padėti. Dass wir einander hin und wieder 10 Minuten, eine halbe Stunde schenken, wo der Partner wirklich alleine ist und wir sorgen. Ja. Mes vienas kitam skiriame laiko poilsiui, pasirūpiname, kad sutuoktinis turėtų 10 minučių, pusvalandį, kada kiek reikia ir kiek kam reikia, galėtų pabūti su savim vienas pailsėti. Der Partner kann auf die Kinder aufpassen. Partneris gali pasirūpinti vaikais. Und mein Mann nimmt mir immer heute, wir haben keine Kinder mehr, aber nimmt mir das Handy weg. Wir haben keine kleinen Kinder mehr, ja, aber er nimmt mir das Smartphone in der Zeit weg, das Mobile Phone. Wenn Sie Ruhe haben. Mes jau nebeturim mažų vaikų, bet kai jie yra ramybė, tada paima telefoną, padeda į šoną. Pater Busse, in Schönstatt, Pater. Tėvas Busse, Schönstatto dvasininkas. Hat einen schönen Spruch gesagt. Sakė gražių žodžius. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Kas nesimėgauja, tuo ir kiti nesimėgauja. Selbstloser Dienst heißt also. Taigi, nesavanaudiška tarnystė reiškia. Dass wir bereit sind. Mes esame pasirengę. Während unserer Arbeit ständig im Dialog zu bleiben. Mūsų
mūsų darbe nuolat išlikti dialogę, išlikti bendravimą. Aber auch, dass wir für ausreichend Schlaf und Erholung sorgen. Bet kad taip pat rūpinamės ir tuo, kad pakankamai išsimiegotume ir pailsėtume. Danke. Wir bitten euch, mes prašome jūsų, als Ehepaar miteinander zu überlegen, was euch angesprochen hat und eigene Erfahrungen. Su paktiniu poru, kad pasikalbėtumėte, kas jums buvo svarbu šitame pranešime. Und wir würden uns freuen, wenn wir 12.20 Uhr von jedem Paar eine kurze Rückmeldung, 13.20 Uhr eine kurze Rückmeldung. 13.15 Uhr. Ir tada būsime laimingi, jeigu 13.15 gausime trumpą atgalinį ryšį.